Geht's mit einer etwas spezielleren Waffe in, den Revier- bzw. Rangkampfmodus. Und zwar mit der Hydrant. Kommend mit Klecksbombe und Echolokator. Mega Reichweite. Verdammt dummes, verdammt behindertes Aufladetempo. Und, eine scheiß Beweglichkeit, aber come on. Das Teil. Alter, das ist so groß. Ich zeig's euch einfach im Standardkampf. So schnell habe ich noch nie eine Squad gefunden. Also. Ein Team, eher gesagt, und ein Gegnerteam mit dazu. Oh lol. Das fühlt sich an. Wie der Dynaroller Tesla. Du hast eine riesen Waffe in der Hand. Leute, da zwei Schuss und gleich Kill. Also du hast eine riesen Waffe in der Hand, da kommt dir so eine mickrige Klecksbombe. Einfach lang. Da. Aber wenn man es hört, man merkt, da ist ein V12er drin verbaut, Alter. Allein um die Rohre zu bewegen, ist da ein V12-Motor drin. Double Kill. Also, mit Hydrant, genau. So heißt die Waffe jetzt. Na, mit Hydrant kann ich, gut spielen. Neu, wie jetzt beide auf mich gehen. Nein, shit! Runter. Wo sind die? Die sind alle da. Lol, Alter. Das ist so mega Diesel V12 ist da drin, wirklich. Denkst du, ich sehe den nicht, wenn du gespottet bist? Daneben. Aber es verbraucht natürlich auch Hammer Tinte, ne? Der macht das für mich, das finde ich nice. Und je länger man auflädt, desto mehr Tinte verbraucht man. So, die waren ja schon bei uns. Ciao. Einmal ein paar Mal springen. Alter. Also ich mochte sie nicht ganz so. Weil die Aufladezeit einfach viel zu hoch ist. Aber wenn man das jetzt mal sieht, wenn man sich defensiv beim Aufladen verhält und dann offensiv drauf geht, dann ist die Waffe sowas von scheiße gut. Und irgendwie hat sich mein Bild verschoben. Da muss ich kurz dann was in der Einstellung ändern. Ich baller einfach mal darüber. Alter, das ist eine mega MG. Lol. Und ich hätte ihn ja nicht mal töten können, weil der im Spawn steht. Aber, wobei ich glaube, wir haben verloren. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben verloren. Weil der Roller, der da rumgelaufen ist, der hat echt noch viel rausgerissen für die Gegner. Okay, Spaß beiseite. Also, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt den Hydrant so rumschwenken kann. Das Teil ist eigentlich so schwer. Lol. Joa. Denk mal, es geht weiter. Makrelenbrücke. Joa. Soll ich dazu sagen? Hydrant und Makrelenbrücke, Makrelenbrücke ist halt schon ziemlich verwinkelt überall. Und ich laufe zwar gerne unten lang. Ja, ist ja schon alles gut. Ich laufe zwar gerne oben lang. Aber wenn ich da mal runterfalle, das kann schwer werden. Aber man sieht die Reichweite, Alter.
Ich da jetzt mal rangehe. Bitch. Hier springt jemand zu mir. Muss so ein bisschen vorhalten und hochziehen. Dann kann man auch so treffen. Ich musste jetzt mal ganz kurz. Das Aufladen kann man von jeder Aufladewaffe natürlich durch ZR drücken unterbinden. Ja, what the fuck? Wow. Ah, okay. LOL, habt ihr trotzdem gekillt? Und gut, dass da die grüne Wand war, sonst wäre ich jetzt auch tot gewesen. Wir knallen hier mal ein bisschen nach oben raus hier. Und streuen das so ein bisschen rum. Ist mit Splatling, also mit Splatling-artigen Waffen, also MGs, ist das sehr effektiv, wenn man so macht. Ziel Elite Drecker. Ja, komm, wenn du mich verfehlt hättest, Junge, dann hättest du es aufgeben können eigentlich schon. LOL. Und der ist nicht mal gestorben. LOL. Oh komm, das war fies. Ah, gut, dass der oben war. Ey. Der Sniper hat's wohl. LOL, als ob, Leute. Hä? Hä? Der hat nicht mal geschossen. Der hat nicht mal geschossen. Okay. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber wir haben gewonnen. Mal wieder. Schön. So gesagt, dass man mit Hydrant nicht spielen kann, aber hat sich höchstwahrscheinlich geändert. Irgendwie. Also man muss wirklich beim Aufladen sehr defensiv sein. Und danach, wenn das Ding aufgeladen ist, kann man offensiv draufgehen, wie man will. Das ist eine sehr gute Taktik. Und dann auf in den Rückkampf. So, ein Tonkommando in Enchibits Games. Naja, sollte eigentlich doch gar nicht so schwer werden zu verteidigen, oder? Vor allem, weil wir einen Elite haben. Also wir könnten zwei Waffen in den Hintergrund schicken. Und zwar den Elite und mich. Weil ich könnte ja einfach so warten und dann boom. Ich meine, man sieht die Reichweite. Genau das meine ich. Oh, hört mal den Motorsound an, Leute. Okay, da war gerade jemand. Geil, jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hoch. Oh lol. Ach, lol, als ob, Digga. Als ob, Mann. Komm, wir haben den so oft getroffen, den Typen. Wir haben den so oft getroffen zusammen. Guck mal, wie oft ich den treffe und der stirbt einfach nicht. Wir haben ja halt nur das Problem... Klecksbomben mit einer sehr stark verbrauchenden Waffe ist nicht so was Gutes. Achso, ich wollte gerade fragen, wer war denn da jetzt? Aber. Scheiße, ich hätte oben stehen bleiben sollen. So, du bist weg.
Dann habe ich jetzt auch wieder Tinte. Ach so. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, der Gegner war es. Leute. Lol. Mann. Springen wir zu unserem Sniper. Der kann Unterstützung ja gebrauchen. Lol, als ob. Hä? Also ich weiß ja nicht, ob der Titan so stark genervt wurde. Aber eigentlich hätte der Typ tot sein müssen. Eigentlich. Als ob, Digga, guck dir das an! Das ist ein ganz normaler Editor! Ich meine, nichts gegen die Waffe. Ich spiele sehr gerne mit Editor, aber wenn nur mit der C-Version. Please! Als ob der instinktiv da hochschießt! Und du bist tot? Du solltest vielleicht nicht gegen den Wandpunkt da oben kämpfen, aber ich hatte einfach keine Tinte mehr. Ich habe meine Attacke aktiviert und hatte keine Tinte mehr. Das ist nicht möglich. Jede Spezialattacke füllt den Tintentank komplett auf. Jede. Ich hab keinen Bock zu sterben. Ja, danke. Nein, du stirbst. Lol! Als ob, der konnte mich doch nicht mal sehen. Ich hab meinen Granat geworfen, bin sofort weggeschwommen, als ob. Ey, guck dir das an, was das für ein Betrug ist. Guck dir das an. Hey, warum bin ich jetzt gestorben? Guck dir diesen Betrug an, Alter. Guck dir diesen Betrug an. Wie bin ich da jetzt gestorben? Ich war ja nicht mal ansatzweise in dem Sinne. Lol. Vor allem, Leute. Ich möchte eins sagen, ein Carbon-Roller hat niemals die Reichweite eines fucking Döner-Rollers. LOL! Sind Scheiß! Ey, come on!